ein bisschen ausgestattet. Erdbeeren, Paprika und Zeug. Auf Bull Island, da war ich tatsächlich noch nie. Man fährt bis nach hinten und läuft dann. Und dann gehe ich nachmittags in die Stadt. Und abends bin ich verabredet. Ich habe dann noch einen Plan. Richtig abgefahren sind Bäume und Büsche. Aber das macht halt diese ganze Gegend einfach wie Sommer. Weil alle Bäume grün sind. Mal nicht super hübsches. Hinten Berge, links Hof, geradeaus Bull Island. Es ist sau warm, Donut. War schon ein Abenteuer. Berge. Das ist echt ziemlich cool. Ich behaupte, es ist ziemlich pretty. Da. Julia, weißt du noch, wie wir darüber gesprochen haben, ob ich dann auch mit mir selber rede? Ja. Die Antwort ist ja. Ich tue nur so, als ob ich es dem Blog erzähle, damit es nicht ganz so strange ist. Und was ich mir jetzt selber erzählen möchte, aber auch natürlich auch euch gerne, liebe Zuschauer. Ich finde sie super. Es ist warm. Es fühlt sich an wie im Sommer. Es ist wunderschön, es riecht nach Meer, es ist aber noch nicht richtiges Meer, die Aussicht ist der Hammer. Und ich wundere mich, dass ich hier noch nie vorher war, aber es ist halt einfach ein stranger Weg. Man braucht so einen Tag, wo man wirklich sonst gar nichts zu tun hat. Ist noch okay, wenn man erst um eins da ist. Ich bin jetzt auch erst um eins da. Picknick nicht vergessen. Was ist das, die Sonne? Ja, ah, guck mal, da ist ein Kopf. Help. Interesting. Es ist so warm, ich liebe es hier. Es ist wie Sonnenschein, aber ich würde gerne einen von diesen Leuten fragen, ob sie mich bis vornehmen vielleicht. Es ist nämlich noch ein Stückchen bis noch ganz da. Also die Geschichte ist so, es gibt einen Hallo. Deswegen fahren so viele Leute, weil sie Golf spielen. Voll hammern als der Spot für die Van. Super ausgesetzt, aber diese Parkplätze sind super. Ich liebe diese Parkplätze. A, ist ja irgendwo, dass du hier nicht übernachten darfst. B, es sind schöne Parkplätze. Markiert, es gibt genug. I'll keep that in mind. Aber nur für Leute, die sich immer nicht mehr. Guck mal, wie weit ich schon gelaufen bin. Ja, man läuft, wenn ich darf. Da ist nämlich Bird Zone. Und da vorne ist dann zwei Golfplatz, links einer und rechts einer. Und dann, wenn man geradeaus geht, dann kommt man zum Strand. Zum Strand gehe ich. Aber heute möchte ich nicht Golf spielen. Sonst bin ich ja ein super Golfprofi. Wirklich extraordinär gut im Golf spielen. Ich habe nicht mehr so viel Speicherplatz. Ich muss meine Videos sparen. Okay, Leute, tschüss. Gelungen, das traurigste Visitor Center, das ich in meinem Leben hier gesehen habe. Bank mitten im Gebüsch. Ich laufe jetzt zum Strand. Wir dürfen keine Autos fahren. Die Straße ist echt cool. Ich wünschte, Julia, du wärst hier, weil dann hätte man hier voll die coolen Videos machen können. So, weißt du, so einer und der andere läuft dann so die Straße entlang und so. Wenn du mit mir herkommst im Sommer. Upsi! Das war cool. Komm, geh mal hierher, okay? Hier ist schön, hier gefällt es dir gut, Schatzi. Hübsch, 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 hübsch. Riesenpfütze auf dem Weg. Ich hatte irgendwie vergessen, dass es hier vermutlich matschig ist. Riecht das an. Das ist sehr hübsch. Sand. Wellen. Dublin. Es ist schwer zu laufen hier. Ich würde eigentlich hier gerne ein Nickerchen machen, aber dann mache ich mir meine Drackjacke so dreckig. Blöd. Ist auf jeden Fall ziemlich cool. Da vorne sind Bänke, ich gehe zu den Bänken. Cool, ja. Sie ist ungefähr 5 cm vom Boden entfernt, in meinen Schuhen im Vergleich. Thank you.
Riesenerdbeere, meine Hand, Erdbeere, Erdbeere, meine Hand, wusch, Ausblick, wusch, Vogel, der meine Erdbeeren beäugt. Ist nicht mehr die Sachen wieder anziehen, aber trotzdem schön. Irgendwie kann meine Kamera nicht mehr nach vorne fokussieren. Hallo. Das war Hammer, jetzt Linguini und Muscheln. Das heißt Moulfried. Moulfried. Ja, das ist Franzose. Das Seafood Linguini. Hey. No, you did a video. Guck mal, was es gibt. Eine Kokosnuss. So,